Hallo, auf geht's. Arbeit. mit jeder Folge wird es jetzt knapper, unsere Anmoderation. Richtig, und dafür ist das Haupt in die Jury, dann nächste Folge wieder raus. Ja, genau. In dieser Folge bin ich da, wäre ich ja dran, wie mein Anmoderieren dann zu Ja, mehr Gequatsche. genau. Wir müssen sparen, damit du Zeit hast. Genau, das heißt also, wenn der nächste Folge, das heißt, ich starte dann meine Aufnahme erst nachdem Eliure dann fertig ist mit Quatschen. Ja, Ja, genau. damit ihr nicht die ersten 10 Minuten nur Illyria hört. Genau. Mama. Ja, ich mag dich auch. Ja, ich dich auch. Aber ich meinte deine Abmoderation von deinem Stream. Soll ich dich darauf nochmal hinweisen? Ja, das ist, wenn man so viele Sachen am Laufen hat, weißt du? Ich bin ja wie so ein Zuhälter. Zuhälter, okay. Ja, ich habe hier überall meine Finger drin. ETS, ATS, Deiner Train Sim Frau. World, Train Simulator, nee, das nicht. Das mache ich nicht mehr, aus dem Alter bin ich raus. Ich kenne die Konsequenzen. Opa. Kosten einen Haufen Geld, die Konsequenz. Und das musst du 18 Jahre bezahlen, das ist das Schlimme. Und es sitzt gerade auf meinem Schoß und es ist Viertel vor zwei nachts und es sitzt auf meinem Schoß und macht keine Anstalten zu schlafen. Aber das ist gut, weil dann schläfst du mich morgen früh ein bisschen länger und dann kann meine Frau auch mal ein bisschen ausschlafen. So, langsam geht's. Also, Ja, ich muss jetzt hier schon auf 2 erweitern, weil die hier unten nicht mehr hinterhergekommen sind. ja, und neun Öfen laufen jetzt. Gelegentlich springt sogar 10 damit an. Also, wie war das noch alt, ne? Dann kann ich sehen, was in den Kisten drin ist, ne? Ja, richtig. Wie Ich gesagt. kämpf hier gerade gegen die Elektrizitätsentropie an. Ja, das ist. Weil die Anlage ist gerade so stark belastet. Ja, das ist, wir sind hier und der nächste Erzförderer geht jetzt schon wieder ans Netz. Hast du noch Kupfer ein? Ja, habe ich. Warte, ich gebe ich kann Warte, auch warte, warte, hier. warte, 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 stopp, stopp. Warte mal. Wenn du eh runterläufst. Wieso hast du mir das Kupfer jetzt gegeben? Ach, Immer noch. da kann ich noch einen Erzförderer bauen. Ja, gute Idee. Richtig. Dann bringe ich jetzt noch mal dann bringe ich jetzt noch mal Kupfer mit hoch und dann fange ich auch mal langsam an, Kupfer hochzuziehen, wa? Genau, das ist jetzt hier die 5 dafür. Dann fange ich hier. Kupfer müsstest du aber von dem Kupferfeld nach rechts wegziehen. Rechts ist da, wo der Daumen links. Also, ja, Sophia, du musst aufhören rumzuklicken, dann geht das auch. Ja, bist du jetzt bei Amazon am Einkaufen, Kind? Steht dir in den Arsch. Sei froh, dass du nicht Alexa hast. Wahrscheinlich würde dein Kind bei Amazon einkaufen. Da gibt es ja auch solche Fälle. Will das Kind von der Mami was haben, sei es ein Puppenhaus oder sonst irgendwas, die Mutter sagt nein, kriegt aber mit, wie das Kind über den Amazon-Bot was bestellt. Und dann geht das Kind zum Amazon-Bot und sagt: Alexa, ich möchte das Puppenhaus bestellen. Ja, da freuen So, sich die Eltern aber, wenn plötzlich der Postbote vor der Tür steht. und das ist der Grund, warum ich definitiv kein Fernseher habe, um die ganze Scheißwerbung da zu hören. Ja, die Werbung kotzt mich auch an. Vor allem ist Amazon sowas von Prime TV, niveaulos. yeah. Werbung ist sowas von niveaulos. Wer ist niveaulos? Illyria. Werbung. Nee, das kannst nur du sein, Opa. Guck, ich gucke schon seit 3 Tagen, gucke ich die Europasaga. Eine Reportage über die Geschichte Europas. Ich mache auf gebildet seit neuestem. Normalerweise gucke ich mir auch ganz gerne Dokus an, aber seitdem es DVB-T2 Geld kostet, das bezahle ich garantiert nicht, habe ich auch kein Fernsehen mehr. So. Kein Ja, das Strom? habe ich mir gedacht. Kein Strom? Ja, das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Ist sofort behoben. Sowas darf nicht passieren. Muss passieren, das ist normal. Das neue Stromlogo gefällt mir nicht. Ja, aber es ist wenigstens jetzt auffälliger. Ja, das ist richtig, aber es sieht trotzdem, es gefällt mir nicht. Ich brauche Wie Fließbänder. Vielleicht geht der Strom nochmal aus. Kann ich Ja, nicht mehr. dann komm mal her. Warum habe ich ja nicht geguckt? Wie viel Fließbänder brauchst du denn? Reichen hier Gib mir 25? erstmal alles, was du hast. Hauptsache, ich krieg die Scheiße zum Laufen. Ja, Danke. toll. Ich baue mir hier den Scheiß und der klaut ihn mir. Ich bring dir gleich sofort wieder zurück. Sobald die Scheiße hier läuft. Jetzt würde ich deine Fließbänder auch nicht mehr. Nö. Nö. So. Die sind aber ganz gut, die tun dir nichts. Muss mal ein bisschen Holz mitnehmen, damit ich Strom legen kann. Warte, ich hab. Wo bist du? Ah, hier, ich komm. Bin der rosa Punkt.
auf der Karte. Wieso bin ich eigentlich immer noch rosa? Das dürfte erstmal abgesichert sein. Wieso bin ich eigentlich immer noch rosa? Hast du doch eingestellt. Color, welche Farbe können wir jetzt mal nehmen? Okay, ich wechsle auch mal die Farbe. Magenta. Gibt's nicht. Wo ist mein Ö? Ich finde mein Ö nicht. Da. Das ist doch mal ganz cool. Oh. Mal ein bisschen gelb. Ups. Opa will blau sein. Ja. Musst du eine Flasche Whisky trinken? Alles schade. Hat er schon. Die Automatisierung läuft, also das ist schon mal sicher. Ja, hat der Rama gut gebaut, ne? Ganz alleine. Ich bring dir jetzt Fließbänder zurück, Rama. War nicht alle, aber du kriegst schon ein paar zurück. Ah. Jetzt hier erstmal. Wird's lustig, weil ich muss jetzt die Dinger so bauen, dass ich nur Kupfer abbaue. Weil sonst haben wir nämlich das Eisenerz damit drauf liegen und dann haben wir ein Problem. Lyra, kannst du mal noch eine Runde Dings holen? Kupfer? Jupp, bin gerade unten. Das ist super. Ja, wir sollten. Ich muss hier mal den. Ja. Hast du Brennstoff dabei? Nein, leider nicht. Ja, ich auch nicht. Dann hau ich hier erstmal einen Truhen rein, wa? Okay, ist ja gar kein Kupfer drin. Ja, du hör doch auf, da rumzufummeln. Was der fummelt? Mein Kind. Ah. In dem also, Alter aber noch normal. Och, hä? Ja, aber ich weißt du, es möchte Musik hören auf meinem Handy, aber es klickt immer da rum und dann geht die Musik aus und dann immer Musik. Ich will Musik. Verstehst du? Die ja, begreift klar. nicht, dass wenn sie da rumtatscht, dass die Musik dann ausgeht. Das kommt ist das, nicht? Was sie noch lernen wird. Haben wir schon einen Förderer auf Steine? Haben wir schon? Habe ich einen kleinen oben hingesetzt. Allerdings dürfte der Brennstoff auch mittlerweile aufgebraucht sein. Aber in der Truhe dürfte nur ein Stein drin sein. Wir könnten. Wo ist denn der? Bei welchem Förderer? Oberen. Direkt in deiner Nähe. Der nächste Förderer müsste auf Kohle. Wir haben Kohleprobleme. Auf Kohle ist schon einer. Ja, wir haben aber Kohleprobleme, wir brauchen mehr. Das weiß ich. Daran arbeite ich. Ihr Rahmen hat was für dich. Boah, Rohholz, Alter. Ja, ich habe gerade keine Kohle, deswegen habe ich gerade für dich Holz beschafft. Nee, alles gut. Wir haben ein anderes Problem. Ich brauche jetzt alles Eis, was wir kriegen können. Die Elektrizität reicht nicht mehr. Ja, aber ich habe zwar schon wieder zwei Förderer angeschlossen, ja. Das könnte sein. Aber das reicht jetzt, also ich mache jetzt mit Förderern erstmal, ich baue jetzt erstmal das Kupfer da irgendwie zur Oper hoch. Ja, eine gute Idee. Also Eisen reicht noch nicht. So, jetzt mache ich erstmal ein bisschen Strom. Hast du Kupfer dabei? Ich? Ja, 14 habe ich noch. Ja, 10 reichen erstmal. Ja, nimm mal alles hier, kannst alles haben. Ich laufe ja nach unten, ich kann ja unten Neues mitbringen. Ich baue ja von da unten gerade hoch. Ich habe zwei Dampfmaschinen, gleich gibt's erstmal wieder Strom. Ja, die Musik läuft, mein Kind. Mein Mini-Flauschi nachts um 2. Mann. Also wenn du die... Wie viele Dampfmaschinen lassen sich an einen Kessel anschließen? Drei? Zwei, okay. Wenn du mir sagst, wo du deinen Kupfer hinhaben willst, dann würde ich dir das da jetzt hinziehen, weil ich bin dann soweit. Ja, bald. Und zwar hier hinten. Ungefähr hier, dass das hier ungefähr so ankommt. Von unten, ne? Ja, genau. Gut. Ich bieg von da dann ab, dann hol ich mir jetzt nochmal Eisenplatten da hinten und dann lüpt das. Wenn Opa welche übergelassen hat. Hat er nicht.
Mal gucken, was die Forschung für Tyler Friesland kostet. 500. Ja, ich glaube, nach Forschung brauchst du erstmal gar nicht gucken. Läuft, da ne? Da verschluckt man sich. Da verschluckt man sich, wenn man den Preis sieht. Wieso? 500 Flaschen, das ist irre. Egal. Was sagt die Uropa? Kurz vorm Decken. Keine Ahnung. Ach, du hast ja schon aufgebaut, da war ich gerade bei. Seit wann interessiert Opa die Uhr, Illyria? Eben, der Sandy bimmelt irgendwann und dann ist gut. Und dann legt er noch 5 Minuten oben drauf und dann ist Feierabend. Genau, wenn's bimmelt, dann halte ich meine Klappe und dann. Und wir dürfen dann raten, wann zu Ende ist, Illyria. Richtig. Machen wir ein Ratespiel draus. Ja, genau. Ja, Kupfer kommt gleich. Wenn ich mit Fließbändern, das ist nicht mehr viel. Dürfen nur so 100 Stück sein. Ja, nur wir haben keine Kohle mehr. Die Öfen gehen jetzt aus. Okay, dann kümmere ich mich darum. Als allererstes, dann gehe ich runter mal Kupfer holen. Die Jingle Bells. Ah, oh, da unten läuft schon wieder nichts. Das ist ja Wahnsinn. Ich ziehe die Dinger jetzt schon mal hoch und dann können wir da oben erstmal notdürftig ein paar Öfen hinstellen. Brauchen wir nicht mehr so weit laufen für Kupfer. Ja, die Öfen stehen schon notdürftig. Ach, verdammter Mist. Zack. Zack. So, den nächsten habe ich auch schon mal angeschlossen. Ja, Illyria, jetzt hört damit erstmal auf. Was? Wir haben keine Kohle mehr, gleich geht alles aus. Wir brauchen das Eisen jetzt erstmal für neue Kohleförderer. Ja, ist gut, dann nehme ich erstmal kein Eisen. Wobei das auch mein Gedanke war, dass ich jetzt Eisen sammle für die Kohleförderung. Für mich wie damals bei der Bundeswehr, da war ich auch Versorger. Das heißt, da hast du Amazon gespielt. Da habe ich Amazon gespielt, ja. Und Fußball im Lager, im Frachtraum von der EGV Berlin. Auch nicht schlecht. Ja, wir hatten ja nichts zu tun. Da, aber egal, wir spielen Factorio und nicht Bundeswehr. Bundeswehr kommt nachher noch, wenn die roten Punkte hier auf der Karte erscheinen. Ich wollte gerade sagen, Bundeswehr gibt es garantiert kein Spiel. Boah, ein Ego-Shooter. Also für alle, die sich mit dem Update übrigens nicht befasst haben, ne, ich bin schon sehr gespannt auf die Eisenbahn nachher, aber ich verrate noch nichts. Weil der ein oder andere hat sich vielleicht mit dem Update nicht auseinandergesetzt und dann wäre das jetzt scheiße, wenn ich das verraten würde, was es du da meinst, gibt, ne? Du meinst dieses neue Gefährt, dessen Namen ich auch nicht sagen werde. Ja, genau. Das wäre das ja... Endgame-Gefährt. Genau, das wäre ja witzlos, wenn ich das jetzt erzählen würde, ne? Ja. Kannst du ruhig erzählen, weil bis wir da sind, dauert es mit sicher noch 2 Monate. Okay. Du kannst... Es gibt eine Schienenflak. Nennt man auch Artillerie-Train, aber du kannst ja gerne mal ganz nach unten scrollen und kannst mal gucken, was die Artillerie kostet. Nicht nur das. Was die Munition kostet. Nö, das nicht, aber die Vorräte. Boah, 50.000 Flaschen. Und ja. Das nicht, und das für die, und, Wahnsinn. Ja, für die Artillerieforschung. Dann brauchst du aber noch die Artillerie-Reichweite. Die kostet weitere 50.000 Flaschen. Kupfer kommt übrigens, ne? Rama, du wunderst dich bei 50.000. Guck mal, was die Atombombe kostet. So, dann kümmere ich mich jetzt mal da. Ah, wieso habe ich denn schon wieder nicht genug Eisenplatten, Mann? Kostet nämlich sage und schreibe 125.000. Ja, wir können hier Spaß haben, wenn wir wollen. Wochenlang, auf jeden Fall. Monate lang, Jahre lang. Ich hoffe nur, dass ein potenzielles 17er Update nicht das Spiel hier dann wieder kaputt macht. Hat noch einmal Kupfer? Ich baue sogar gerade einen Förderer, aber Kupfer habe ich nur 6 Platten. Okay. Brauchst du die? Nee, ich geb dir Kupfer. Alles gut. Also,
Ich würde mich jetzt um die Förderer kümmern, um die Kohleförderung. Illyria, würdest du weiter Strom machen, bitte? Mache ich, aber ich habe erstmal hier gerade einen Förderer. Wobei Strom ist jetzt nicht so eilig. Also ich habe gerade geguckt, ein Drittel verbrauchen wir gerade. Das geht noch. Sich gerade ganz gut. Ja, aber ja. Ich habe hier keine Kohle mehr. Nee, kommt jetzt. Ich baue jetzt schon wieder zwei Förderer, habe ich schon wieder. Ich habe auch gerade zwei Förderer. Die gehen da hinten jetzt mit hin und dann lübt das. Was ist denn das für eine Nummer? Achso, ja klar, man braucht die ja nicht mehr, man braucht die ja nicht aneinander stellen, ne? Man kann ja im Feld in der Mitte Platz lassen. Ja, habe ich ganz vergessen. Aber... Hast du noch ein Fließband? Ja. Genau, und da oben... Ah, okay. Das war zweite war ein Gedanke, ne? So ist es. So, jetzt haben wir hier natürlich sehr unintelligent. Hier fehlt noch was. Ja, ich. So, was fehlt denn? Achso, ein Fließband habe ich noch. Aber nicht mehr genug. Aber ich. Doch, reicht. Okay, wunderbar. Ich habe noch 50 auf Reserve gehabt. Gut, Kohle kommt aus vier Förderern. Oh ja, das der eine Greifarm oben garantiert nicht alles abgreifen können. Nee, wir müssen aber noch mehr. Damit kommen wir noch nicht hin. Guck mal, der übertreibt ja hier schon wieder mit seiner Schmelzanlage. Kennst doch den Opa. Ja, der ist auf dem... Weil, wie gesagt, hier kommt halt gar nichts an, irgendwie. Ja, das dauert jetzt im Moment, das müsste jetzt gleich soweit sein. Hast du ernsthaft schon das riesige Fließband gelegt von der Kupferanlage? Ja, wieso? Kommt doch genug an, jetzt hier mittlerweile. Ja, nicht schlecht. So, jetzt kommt die Kohle langsam. So. Dann lassen hey, wir Eisenerz staut sich! Juhu! Wunderbar, dann kann man die Schmelze sogar noch länger machen, wenn man wollte. Ja, Illyria, du siehst, was da noch an geplant ist. Ja, der ist. Der ist da ja wieder am Übertreiben, Illyria, mach. Nee, ich habe jetzt schon aus meinem Live-Display so die ein oder andere Erfahrung gesammelt. Also dieses. Das Ding hier muss ich nochmal umbauen, das ist so, gefällt mir so nicht. Das hier, wo ich jetzt gerade drin stehe, wird das hier auch nie Eisen oder wird das hier auch Kupfer oder was? Hier ist die erste Kupferschmelze, nach links weg ist alles Eisen. Alles klar, dann kann ich hier beim Aufbau schon mal mithelfen. Ja, du kannst mal 48.432 Schmelzhöfen bauen. Sehe ich aus wie ein Produktionswerk? Ja. Ah, dann weißt du mehr als ich. Ja, steht doch da. Musst du mal die russische Übersetzung für Lyria machen. Das ist halt Montagemaschine. Montagemaschine. Weißt du noch, wie die Montagemaschine in der ganz früheren Version von Minecraft, bei Factorio geheißen hat? Oh. Zusammenfügmaschine. Zusammenfügmaschine. Das war eine richtig lustige Übersetzung. Deswegen spielt man es ja auch nicht auf Deutsch. Aber ich glaube, das Thema hatten wir schon öfters. Du hast Factorio Englisch, ist das dein Ernst? Ja, natürlich. Ja, das ist so einer, der Opa ist so einer, der bei Minecraft auch Cobblestone sagt und nicht Bruchstein. Ja, eben. Leckabel. Ups. Nee, also ich muss sagen, die deutsche Übersetzung von Factorio, die finde ich ziemlich gut gelungen. Die ist in Ordnung, die kann man ruhig machen. Warum nehme ich überhaupt Kupferplatten? Ich brauche Eisenplatten. Ich habe Eisen. Wenn du brauchst, ich kann dir welche geben. Nee, hier ist inzwischen produziert sich das hier so, dass man damit gut arbeiten kann. Ich möchte nur die Kohle hinten noch mal ein bisschen umbauen, weil das ist sehr ineffizient, was wir da aufgebaut haben, Illyria. Aber das war ja nur, damit es läuft erstmal. Richtig. Weil es war ja kurz vor der Entropie. Ja. Weil ich will ja versuchen, die Felder möglichst effizient abzubauen. Ja, so baue ich selber auch. Effizient ist das, was du da machst, aber nicht. Was? Effizient ist alles dicht an dicht. Um einen schnellst... Opa, das ist falsch. Das ist Schnelligkeit. Effizient ist zwei Kacheln Abstand voneinander. Weil die einen Abbauradius haben. Deine Bauart ist auf Schnelligkeit getrimmt. Genau, bei dem riesen Kohlefeld, was wir haben... Du wirst es wahrscheinlich in zwei oder drei Folgen wieder umbauen, weil es nicht reicht. Weil alles erschlossen ist und du einfach nicht mehr hinterherkommst. Ja, ich baue die jetzt wieder dicht aneinander, so wie ich es immer baue. So wie wir es im letzten Let's Play gemacht haben. Ja. Das ist halt für diese Geschichte eigentlich das Effizienteste, was du machen kannst.
Ja, weil ich von einem Feld dann mit zwei Dingern runterhole, das ist richtig, ja. Ich habe trotzdem schon mal eine Dampfmaschine mehr dran, weil die habe ich gerade gebaut. Gut, was hast du kaputt gemacht? Hast du meinen Tesaroller kaputt gemacht? Leute, ja? mein Kind ist immer noch wach. Ja, dass ich dann, weil sie sagen will, die Folge ist vorbei. Ist schon wieder soweit. Ist schon wieder soweit. Ist schon wieder soweit. Ich bin auch immer noch gar nicht fertig. Ja, tschüss. So, tschüss. Folge weitermachen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.